So, weiter im Text. Wir haben als Grundlage nun einfach ein Bild und das Bild wurde skaliert, also die Längen stimmen jetzt. Und jetzt wollen wir mal versuchen, das Grundstück auf die Reihe zu bekommen. Jetzt, wenn ich anfange zu planen, ist es immer ganz günstig, wenn ich mir von vornherein gleich mit dem Freiflächenwerkzeug einmal die Topografie übernehme. Das heißt, ich gehe jetzt mal nahe genug hin und klicke jetzt rein optisch die Mittelpunkte meiner zwar ungenau, aber doch einigermaßen stimmenden Bildgrundlage des Grundstückes einfach mal durch. Ähnlich wird man wahrscheinlich vorgehen, wenn ich jetzt die Grenzen von einem Geometer bekommen habe. Dann werde ich eben die genauen Geometergrenzen, die ich vielleicht als DXF bekommen habe, durchgehen. Wenn ich natürlich jetzt auch noch Höhenpunkte vom Geometer bekommen habe, tue ich mir natürlich leichter, denn dann kann ich das direkt in ein Geländemodell umsetzen. So, um den Bildschirmaufbau jetzt nicht zu verzögern, ist es immer ganz günstig, Steuerung L, mir einfach Ebenen anzulegen, die ich aus- und einschalten kann. Mit Steuerung L komme ich in die Ebenensteuerung drinnen rein. Ich lege mir eine neue Ebene an, die eben Bild des Grundstückes heißt, die ich eben dann ausschalte. Und das Teil, wie schon markiert, lege ich eben auf Bild des Grundstückes und dann ist es weg und ich kann es jederzeit wieder einschalten. Dann liegt es dort, wo ich es brauche. So, hier habe ich jetzt einmal das Grundstück selber. Jetzt kann ich hier schon Analysen machen, ohne dass ich ganz groß mit Bebaubarkeit Analysen machen, ohne dass ich groß jetzt mal auf die Höhenschichtenlinien eingehe und die Höhenpunkte habe. Ich kann zum Beispiel diese Fläche einmal als Schraffur übernehmen und diese Schraffur, jetzt habe ich das Geländer, das heißt, wenn ich irgendwo drauf fahre, jetzt würde ich beim Klicken die Freifläche erwischen, das schreibt er mir hin. Mit Tabulator kann ich die darüberliegende, darunterliegende Schraffur erreichen. Und jetzt kann ich schon, wenn ich hier mal auf das Eck klicke, wo ist es hier, kann ich diese Umgebung schon mal verkleinern, zum Beispiel mit 4 Meter. Das heißt, das Haus, das ich vielleicht planen will, müsste ich mindestens diesen Abstand bei uns in Salzburg von der Grundgrenze wegplanen. Bei uns ist 4 Meter der Mindestabstand bei offener Bebauung. Und somit habe ich mir schon meine Bebaubarkeit etwas eingeschränkt. Wenn jetzt noch ein Hanggrundstück dazu kommt, gibt es dann noch die Schwierigkeit, dass ich vielleicht mit der Traufenhöhe zu weit raufkomme. Es gibt nämlich eine weitere Einschränkung. Ich muss mindestens 3/4 der Traufenhöhe vom Grundstück weg. Das heißt, bei 4 Meter habe ich eben 5,33 Meter in der Höhe Traufe, von der Traufenhöhe. Wenn ich weiter wegfahre, kann ich eben entsprechend höher bauen. Und wenn ich ein Hanggrundstück habe, ist der hintere Teil eines Bereiches oft unter der 4 Meter, 5,33 Meter, dann kann ich bis zu 4 Meter hin. Wenn ich höher baue, dann muss ich dann eben noch weiter weg von meiner Grundgrenze. So, jetzt habe ich mit der Maus herumgespielt, mit dem Mausrad. Das lässt sich nämlich rastermäßig einrasten oder auch nicht. So, deswegen springt das so. Im nächsten Tutorial werde ich jetzt dann die Höhenschichtenlinien benutzen, um ein richtiges 3D-Modell zu bekommen von diesem Grundstück. So, wo ist es?